Jo, meine Freunde, was geht? Was steht da? Kartopeli Bedepedo ist mal wieder back am Start und ich darf euch heute ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren Commentary auf dem VP-Clan-Kanal, Leute. Und auf jeden Fall, ich bin Kibo, ich komme vom Team Ronin und ja, der VP-Clan hat uns die Möglichkeit gegeben, uns auf euren Kanal halt vorzustellen. Und ja, Leute, ich bin halt Kibo, komme halt vom Team Ronin, wie ich schon erwähnt, und im Hintergrund seht ihr eine Triple Nuclear. In ca. 8 Minuten bis 8 Minuten 30, keine Ahnung, in 6 vs. 6 Herrschaft, Solo mit der Ämter auf Hijacked von Ronin Onyx, Leute. Auf jeden Fall ein richtig krasser Gameplay-Spieler. Und ja, Onyx ist auch der zweite Leader von Team Ronin. Der erste ist Para. Und ja, Leute, wir haben einen neuen Channel, weil der alte hatte 2100 Abonnenten oder so ungefähr. Aber ja, Leute, wir hatten vorher auch zwei Leader, Para und Doom. Und Doom ist gequittet und hat die Daten geändert. Und ja, Leute, jetzt mussten wir neu anfangen. Und ja, ist egal. Passiert, Leute. Und ja, wir bestehen gerade aus 20 Membern. Ja, doch, 20. Auf jeden Fall sind gerade 20 in der WhatsApp-Gruppe, Leute. Und ich glaube, wir sind 6 bis 7 Kommentatoren gerade. Und ja, das reicht aber erstmal aus, so 6 bis 7. Also wir suchen zwar noch einige, aber das reicht wirklich erstmal aus. Wir sind noch im Neuaufbau wieder, weil wirklich einige gequittet sind und einige dazu, wieder gequittet dazu, wieder gequittet dazu. Und ja, Leute, das ist ein bisschen stressig bei uns. Und auf unserem Kanal findet ihr Real-Life-Stories von unseren Membern halt. Gameplay-Commentaries, ganz normal, richtig krasse Gameplays. Ab und zu mal vielleicht ein Liga-Match. Auf jeden Fall schaut bei uns vorbei, Leute. Wir machen relativ gute Videos. Wir haben auch heute, glaube ich, wir haben gerade den 1.8. Ich glaube, wir haben heute ein neues Video hochgeladen. Unser erstes, unsere Vorstellung wieder. Und ja, Leute, die Zeit 2 Minuten. What the fuck? Ich ganz schnell redet. Ich denke mal, schau noch eine Real-Life-Story raus. Und ja, Leute, wir gehen jetzt ca. 4 Jahre zurück. Da war ich, 5 bis 6 Jahre, Leute. Ich bin jetzt 16. Bin am 20.07.16 geworden, falls sich jemand von euch interessiert. Aber ich glaube mal nicht. Und, ja, ich gehe mal so 5 bis 6 Jahre zurück. Da war ich schon zwischen 10 und 11 Jahre. Und ja, wir haben halt, ich war früher richtig fett, Leute. Und wir haben uns immer so vor den Supermarkt gesetzt und haben dann Yu-Gi-Oh! Gezockt. Oh, Leute, mein Versprecher. Sorry, Leute, ich bin gerade so aufgeregt. Auf jeden Fall haben wir Yu-Gi-Oh! Gezockt, Leute. Aber ich glaube, das haben viele Leute von euch gemacht. Und ja, mit schön fett Eistee, schön viele Chips, Leute. So muss da schön die Kalorienbombe. Und ja, ich halt als fettes Kind mit zwei Kumpels, beide hießen Kevin, haben halt Yu-Gi-Oh! Gezockt. Kevin S. war noch zu Hause, ich sag jetzt nicht seinen Nachnamen, und mit Kevin F. habe ich gezockt gerade. Ja, wir hatten uns halt dann Eistee nochmal geholt, weil die 10. Packung alle war, und sind dann halt zur Bode gefahren bei uns, das ist ein Fluss, und was haben wir hier? Ja, doch, wir sind zur Bode gefahren und haben auf Kevin S. gewartet, weil der kommen sollte, und ja, Leute, auf jeden Fall hatten wir da noch eine Cola-Flasche mit. Ja, Leute, und in der Cola-Flasche haben wir dann Steine reingemacht. Und wir haben da noch alte Kippenstummel reingemacht, Leute. Das ist schon richtig räudig für uns, ja. Dazu habe ich noch reingepinkelt und Kevin S. kam und... Ja, Leute... Wir haben es ihm angeboten, ja, also er hätte es auch ablehnen können, aber ja gut, er hat es getrunken, Leute. Und ja, Leute, Cola Mix ist auf jeden Fall lecker, aber ich glaube nicht von Cola Plus Piss, das ist glaube ich nicht gerade so lecker. Und dann auf jeden Fall, ich habe in die Cola reingepisst, Steine und Dinger reingemacht, hier Kippenstummel, und er hat es getrunken. Und ich glaube, er hasst mich immer noch dafür. Aber naja, Rain Train, der Zug fährt da hinten, Leute. Und ja, Leute, das war's auf jeden Fall schon von mir. Genießt das Gameplay und schaut, wie gesagt, bei uns vorbei. Und da wollte ich mal sagen, mein Name ist Kibo und ich sage Servus.